So bin ich eigentlich, ja, normal, ich weiß nicht, normal lebe ich ja heute noch nicht. Ich lebe, aber zufrieden bin ich heute noch nicht, kann ich auch nicht sein. Ne? Weil es hängt mir ja immer noch nach. Die sagen immer, ja, sie haben einen Fonds geschafft für Nachfolgeerscheinungen, für Traumatisierung. Ich hasse dieses Wort Traumatisierung. In meinem Leben hat es vorher nie was gegeben, wo ich träumen kann. Und das verbinde ich mit diesem blöden Satz, traumatisiert. Nein, ich bin kaputt gewesen und bin heute noch kaputt. Wo er nicht mehr da war, da war für mich alles verloren. Meine Pflegemutter war kein schlechter Mensch, aber sie konnte halt nicht so viel Liebe geben. Sie war eher der strenge Typ. Ne? Sie hat dich auch nicht verhalten und du kamst zu den Zahlen. Nein, das kam dann später. Ach so. Ich hatte ja meine Pflegemutter geschlagen und bin von zu Hause weg, glaube ich. Ich habe die ganze Wohnung demoliert, weil ich immer gesagt habe, du bist schuld, dass der Papi tot ist. Du hast ihn umgebracht. Awesome. Und dann bin ich mit 11 das erste Mal nach Marburg-Ottenberg in die Jugendpsychiatrie gekommen.